Für die meisten Eigentümer beginnt mit dem Kauf der neuen Wohnung auch ein neuer Lebensabschnitt. Bevor das Eigentum jedoch vom Bauträger an den Käufer übergeht, gibt es die sogenannte Wohnungsübergabe. Ein wichtiger Moment, bei dem man voll bei der Sache sein sollte, denn die Übergabe hat für den Käufer eine große Bedeutung. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen bei der Wohnungsübergabe. Also es sollte die Bezugsfertigkeit der Wohnung erreicht sein, sprich es soll möglich sein, in die Wohnung einzuziehen, so wie sie ist. Also im Vorfeld vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin mit einer angemessenen Frist mit dem Käufer und uns. Dann treffen wir uns vor Ort auf der Baustelle, gehen in sein Sondereigentum, in seine Wohnung rein, schauen uns dort seine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit an, die dann eben entsprechend der Baubeschreibung und im Kaufvertrag festgelegt wurden und schreiben uns dann entsprechend seine einzelnen Räume an, die Oberflächen des Fußbodens, im Badezimmer und so weiter und halten das dann eben bei Mängeln alles im Protokoll handschriftlich fest. Also im Prinzip wird alles das angeschaut, was man auch anschauen kann, also jegliche Oberflächen, Tapete, Putz, die Fenster, gibt es Kratzer, Fliesen, die Fugen, also alle Oberflächen, alles das, was man sehen kann. Dann werden die ins Abnahmeprotokoll aufgenommen und das wird dann weitergeleitet an die Handwerker, sodass die dann die Gelegenheit haben, diese Mängel zu beseitigen und das halt in möglichst kurzer, angemessener Frist. Da gibt es keine feste Frist, das heißt tatsächlich angemessene Frist. Ich sage mal als Beispiel, die fehlende Silikonfuge am Waschtisch, die sollte innerhalb von wenigen Tagen nachgebessert werden. Falls ein Fenster ausgetauscht werden muss, weil zu viele Kratzer dort sind oder irgendwas technisches defekt ist, dann kann es da natürlich auch schon mal ein paar Wochen dauern, bis das Teil dann bestellt und eingetroffen ist. Gut, da kommt es natürlich dann entscheidend darauf an, um was für Schäden oder Mängel handelt es sich. Ist es jetzt beispielsweise ein oberflächlicher Schaden, der Kratzer im Parkett, den wir bei der Abnahme nicht mit aufgenommen haben, dann tritt da das Thema Beweislastumkehr auf. Dann müsste der Käufer uns nachweisen, dass der tatsächlich vorher schon da gewesen ist. Ist es ein Gewährleistungsmangel, der also nach der Abnahme innerhalb von 5 Jahren auftritt, dann unterliegt das eben der Gewährleistung, die wir haben, und dann wird das beseitigt. Also es gibt mehrere Arten von rechtlichen Auswirkungen. Zum einen ist es die Beweislastumkehr, die da aufkommt. Heißt, dass wir als Bauträger bis zur Abnahme beweisen müssen, dass da keine Mängel vorhanden sind. Ab der Abnahme ist es dann umgekehrt, dass der Käufer bzw. dann der Eigentümer uns das beweisen muss. Außerdem ist die Fälligkeit der Vergütung. Und die Verjährungsfrist beginnt zu laufen, also die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren. Und die Gefahrenübertragung erfolgt. Heißt zum Beispiel bei plötzlichem Untergang, bei Blitzeinschlag oder Brand, dass es quasi dann auf den Eigentümer übergeht. Teilübergaben sind eigentlich eher unüblich, kann man aber dann machen, wenn eine Leistung in sich abgeschlossen ist, sodass man wirklich sagen kann, dieser Raum oder die Bodenbelagsarbeiten sind erledigt, dann kann man die Arbeiten abnehmen und die anderen, die noch nicht fertiggestellt sind, eben nicht, ist aber eigentlich eher unüblich. Also in der Regel ist ja eine förmliche Abnahme, heißt, wir werden vor Ort auf der Baustelle in der Wohnung des Eigentümers mit einem Protokoll handschriftlich die Beanstandungen, die eventuell auftreten sollten, protokollieren. Das Protokoll ist aufgebaut mit Name, Uhrzeit, Datum und der Wohnungsnummer. Und da werden wir quasi jede einzelne Beanstandung, die eventuell auftritt, handschriftlich notieren. Wichtig ist, dass am Ende der Abnahme das Protokoll beidseitig unterschrieben wird und dann eben der Eigentümer davon auch eine Kopie erhält am Ende. Also bei der Wohnungsübergabe sollte der Bauträger und der Eigentümer anwesend sein. Der Eigentümer kann sich aber auch durch eine Person seines Vertrauens vertreten lassen. Grundsätzlich empfehlen wir aber, dass der Eigentümer selbst vor Ort ist, damit keine Missverständnisse im Nachhinein aufkommen.
Beidseitig kann natürlich auch der Bauträger und der Käufer und Sachverständigen sich dazu holen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.